Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ich freue mich total, diesen Vlog heute zu drehen, weil ich mich gerade irgendwie gar nicht erinnern kann, wann mein letzter Vlog war. Es ist auf jeden Fall schon ein paar Wochen her und deswegen dachte ich, es wird mal wieder Zeit. Ich habe heute geplant, so einen kleinen Reset-Day einzulegen, also ein bisschen Ordnung im Inneren und im Äußeren zu schaffen. Ich habe es mir auch hier schon vor meinem Bücherregal bequem gemacht, weil meine restliche Wohnung ein bisschen im Chaos versinkt. Also das wird auf jeden Fall ein To-Do. Ich will auf jeden Fall mein Bücherregal ein bisschen neu sortieren und vielleicht auch digitale Ordnung schaffen. Und den restlichen Tag will ich auf jeden Fall mit ein paar schönen Sachen verbringen. Heute Abend kommt auch noch meine Schwester. Eigentlich finde ich, dass der perfekte Tag für so einen Reset-Day der Sonntag ist. Allerdings war ich das ganze Wochenende unterwegs, war die ganze Zeit unter Leuten und heute ist Montag. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, bevor ich die neue Woche angehen kann, nehme ich mir diesen Tag ein bisschen zum Ausgleich und ordne mal alles, sortiere mich. Aber bevor wir diesen Tag richtig angehen, wollte ich euch noch kurz zeigen, was ich heute trage und vor allem auch dem Partner des heutigen Videos danken. Ich glaube, jeder Mensch, der auf Social Media öffentlich Content macht, hat so ganz, ganz heimlich für sich seine vielleicht Top 3 oder Top 5 Partner, mit denen man unbedingt gerne mal zusammenarbeiten würde, wenn es sich ergeben würde. Und für mich war das immer ganz, ganz weit vorne, Armed Angels. Ich liebe Mode, ich liebe schöne, zeitlose Designs und ich liebe Stoffe, die sich ganz toll auf der Haut anfühlen. Aber was mir vor allem wichtig ist bei der Mode, die ich trage und vor allem auch bei der, die ich mit euch teile, dass sie nachhaltig und fair produziert wurde. Und es ist wirklich gar nicht so leicht, Marken zu finden, die das alles vereinen. Ich habe da regelmäßig meine Struggles, aber eine Marke, auf die ich auch privat schon seit Jahren zurückkomme, ist Armed Angels. Heute ist mein ganzes Outfit von Armed Angels. Ich trage einmal den super weichen Pulli Ronja und die Jeans Enia Hemp. Was ich ganz toll an den Jeans von Armed Angels finde, jetzt mal von dem schönen Design abgesehen, ist, dass sie bei der Produktion auf giftige Chemie komplett verzichten und die Jeans aus 100% zertifizierter Biobaumwolle ist. Und das ist echt nicht so selbstverständlich, weil weltweit nur 1% der Baumwolle wirklich bio ist. Falls ihr Lust habt, mit eurem Outfit nicht nur ein Fashion-Statement zu setzen, sondern auch ein Statement für unseren Planeten und gegen die Umweltverschmutzung durch die Fashion-Branche, bekommt ihr mit meinem Code Joanna-15 15% auf eure Bestellung bei Armed Angels. Ich packe euch einen direkten Link auch noch in die Infobox. Und damit würde ich sagen, können wir direkt mit diesem Tag beginnen und ich freue mich riesig drauf. Anstrengendere Teil des Tages ist geschafft und es fühlt sich so, so krass gut an, wieder alles ordentlich zu haben, alles auch mal wieder richtig sortiert zu haben und so. Dafür finde ich nämlich so Reset Days auch perfekt, nicht nur um die ja, gewöhnlichen Haushaltssachen zu machen, die man eh routinemäßig andauernd machen muss, sondern auch wirklich um solche Sachen zu erledigen, die schon ewig liegen geblieben sind, sowas wie das Bücherregal sortieren oder auch mal den digitalen das digitale Chaos in den Griff zu bekommen. Ich bin darin nämlich so richtig, richtig schlecht im Alltag und ich muss mir das immer wirklich als To-Do vornehmen und dann machen. Aber das ist ja jetzt alles erledigt. Mir ist irgendwie äußere Ruhe und äußere Ordnung total wichtig, damit ich auch innere Ruhe und innere Ordnung finden kann.
Und dafür ist es jetzt endlich Zeit und wir kommen zum schönsten Teil des Tages. Und zwar will ich jetzt erstmal ein bisschen lesen und euch zeigen, was ich momentan eigentlich lese. Ich habe es endlich mal wieder geschafft, ein Fantasy-Buch in die Hand zu nehmen, sogar zwei. Und das erste Fantasy-Buch, das ich gerade lese, ist Der Name des Windes von Patrick Rothfuss. Ich habe den Umschlag gerade abgemacht, damit der nicht ganz so beschädigt wird. Und irgendwie stört der, finde ich, bei so dicken Büchern total. Ich bin jetzt auf Seite 344, also so ungefähr bei der Hälfte. Und es ist ein eher langsam erzähltes Fantasy-Buch. Also wer gerne Fantasy-Bücher liest, bei denen es von Anfang an so richtig abgeht und richtig viel passiert, das ist hier nicht der Fall. Es startet relativ langsam, die Geschichte lässt sich Zeit, um sich zu entfalten. Aber ich mag das ganz gerne, also allgemein mag ich ja langsam erzählte Bücher gerne. Weil ich finde, langsam erzählt ist nicht gleich langweilig. Und auch das gefällt mir super gut. Ich habe jetzt in den letzten Jahren irgendwie nicht so viele Vergleichswerte, wie Fantasy-Bücher irgendwie geschrieben sind, aber mir gefällt der Stil ganz gut. Es ist jetzt kein außergewöhnlicher, aber ich finde, er lässt sich super leicht lesen, man kommt voll schnell rein in die Geschichte, es ist total angenehm und irgendwie hat der ganze Schreibstil so einen sehr magischen Ton. Also man hört so richtig die Blätter rauschen und das Feuer knistern und hat einfach so, ja, diese leicht mystisch-magische Atmosphäre, das mag ich sehr. Ich finde den Protagonisten bisher nicht so sympathisch, weil er irgendwie ein absolut perfekter Mensch ist, der alles kann und alles weiß und sich dessen auch sehr bewusst ist. Ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt, dass er ein bisschen fehlerhafter auf positive Art und Weise wird. Aber ansonsten, ja, gefällt es mir bisher gut und ich bin sehr gespannt, was noch kommt. Das andere Fantasy-Buch, das ich momentan höre als Hörbuch, ist, ich glaube auf Deutsch heißt es Das unsichtbare Leben der Adila Rue. Das unsichtbare Leben der Adila Rue von V.E. Schwab. Ich habe irgendwie unfassbar viele V.E. Schwab Bücher auf meiner Wunschliste. Irgendwie, wenn ich andere BooktuberInnen über sie reden höre und über ihre Bücher, klingt das irgendwie immer total gut. Aber ich habe noch nie was von ihr gelesen und das ist jetzt das allererste Mal. Eine Freundin von mir hat mir auch gesagt, dass speziell dieses Buch echt super ist. Und ich finde auch die Grundprämisse total cool. Die Protagonistin Adi ist ein junges Mädchen, das sich unendlich viel Zeit und unendlich viel Freiheit wünscht und letztendlich so verzweifelt ist, dass sie zu den Göttern betet und zwar auch zu den dunklen Göttern und letztendlich kommt ein Dämon, ein dunkler Gott oder der Teufel, wie auch immer man es nennen möchte, ans Licht und sie schließt einen Pakt mit ihm. Natürlich meint dieser Typ es nicht gut mit ihr und sie gibt ihre Seele im Grunde dafür, dass sie zwar unendlich lange lebt, aber dass jeder Mensch, der ihr begegnet, sie sofort wieder vergisst. Also sie kann keine Spuren hinterlassen, sie kann keine Beziehungen knüpfen und niemand kennt sie, noch nicht mal ihre Freunde, ihre Familie. Und ja, das ist die Prämisse des Buches. Ich finde, das klingt total gut und ich habe mich mega auf das Hörbuch gefreut. Und ich muss sagen, ich bin auch immer noch total hyped. Also auch das Buch ist nicht super schnell erzählt, das Hörbuch ist relativ lange. Man bekommt ganz, ganz viel mit, wie Adi irgendwie anfängt, mit diesem Fluch klarzukommen, was für Begegnungen hat, die sie dann natürlich auch wieder vergessen und so weiter. Aber bisher gefällt mir das richtig gut. Ich mag die Protagonistin auch recht gerne. Ich finde es spannend geschrieben. Ich finde auch den Schreibstil sehr, sehr toll. Und ja, mehr kann ich noch nicht so richtig sagen. Bisher gefällt es mir. Und gerade bei Hörbüchern ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen bei mir, weil ich irgendwie dazu tendiere, total schnell wegzuhören und mich von anderen Sachen ablenken zu lassen. Das passiert einfach bei Hörbüchern, die mich nicht so mitreißen, aber bei dem Buch nicht. Ich habe immer richtig Lust, weiterzuhören und ich höre immer richtig gebannt zu. Und dann lese ich gerade noch ein Buch, das ich euch zeigen will. Und ich glaube, mit dem mache ich es mir jetzt auch gleich gemütlich. Und das ist Herkunft von Sascha Stanisic. Sascha Stanisic ist nämlich im ehemaligen Jugoslawien geboren und musste dann als Kind nach Deutschland fliehen. Und es geht um seine Geschichte und er stellt die Frage, was ist eigentlich Heimat, was ist Herkunft und wie definiert sie mich? Und beschäftigt sich eben mit so Themen wie natürlich Heimat und Herkunft im Sinne von Geografie, aber er schreibt auch viel über Sprache, über Familie, über Kultur. Und ja, ich finde es super, super interessant. Meine Kamera ist gerade gestorben, ich musste den Akku wechseln. Aber zurück zu Herkunft von Sascha Stanisic. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wo ich stehen geblieben war. Ich glaube, ich wollte sagen, dass ich den Aspekt total spannend finde, dass Herkunft sich aus verschiedenen Dingen zusammensetzen kann und teilweise auch aus verschiedenen Orten.
Ich glaube, ich habe auch schon gesagt, dass ich sehr, sehr gerne lese. Und das liegt nicht nur an der Thematik, die ich toll finde, sondern vor allem auch an dem Schreibstil von Sascha Stanisic. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich ihn beschreiben soll. Ich finde, er schreibt sehr, sehr intelligent, beziehungsweise man merkt einfach durch sein Schreiben, dass er ein sehr, sehr intelligenter Mensch ist. Ich finde, er hat eine ganz interessante Art zu denken, zumindest so, wie sich das hier abzeichnet. Er denkt auch irgendwie ganz interessant um die Ecke und macht ganz, ganz spannende Verknüpfungen, auf die man selber gar nicht gekommen wäre. Also ich habe manchmal wirklich das Gefühl, er ist mir gedanklich ein, zwei Schritte voraus und das ist ganz, ganz spannend, ihm irgendwie dahin zu folgen und zu schauen, wohin seine Geschichten und seine Gedanken führen. Gleichzeitig schreibt er einfach unglaublich gut. Also er hat eine sehr, sehr schöne Sprache, er findet schöne Metaphern, aber er ist auch sehr, sehr kreativ in seiner Schreibart. Also immer wieder gibt es irgendwie kleine Überraschungen, wie er bestimmte Dinge erzählt, wie er bestimmte Dinge angeht. Und ich mag seinen Humor auch sehr gerne, der so perfekt da reinpasst, obwohl das ganze Thema ja schon eine gewisse Ernsthaftigkeit hat und auch oft eine gewisse Melancholie darin schwingt. Aber ja, ich mag seinen Humor und er passt einfach perfekt rein. Es ist einfach so eine schöne Mischung und ich habe echt einen riesengroßen Spaß dabei, das Buch zu lesen, beziehungsweise lerne, glaube ich, auch unglaublich viel dabei. Ich bin gerade auf Seite 156 von 360 und ich glaube, mit dem Buch mache ich jetzt weiter. Ich muss gleich los, um meine Schwester vom Bahnhof abzuholen, aber vorher wollte ich noch kurz was sagen. Eigentlich hatte ich geplant, mich heute noch ein bisschen zu bewegen, also im Sinne von ein Workout machen oder sowas. Und dann ist es dazu nicht gekommen, weil ich nach dem Musikhören irgendwie so hyped war und dann habe ich mich umgezogen und habe nochmal meine Kopfhörer reingemacht und habe dann einfach weiter Musik gehört und getanzt. Und dann habe ich dieses absolute Banger-Lied aus meiner Kindheit gefunden. Und ihr kennt es bestimmt, wenn man so ein altes Kindheitslied wiederhört und alle Gefühle und Emotionen zurückkommen, dann ist es einfach, ja, richtig, richtig toll. Übrigens ist das Lied Regen und Meer von Juli so richtig geiler 2000er-Pop. Und ich habe es dann auch meiner Schwester geschickt, die das auch früher mal gehört hat. Und sie meinte dann, man fühlt sich einfach wie in einem frechen Mädchenfilm, wenn man das auf den Ohren hat und es stimmt so sehr. Und ja, dann bin ich komplett in dieser Laune aufgegangen und habe das die ganze Zeit gehört und habe dann irgendwie total Lust bekommen, es auf Gitarre zu spielen und habe meine Gitarre rausgeholt und habe gesungen. Und ja, dann war irgendwie der Nachmittag vorbei und ich habe keinen Sport gemacht, aber ich habe sehr viel getanzt und dafür Musik gemacht und das war auch sehr schön. Und der Grund, wieso ich euch das überhaupt erzähle, ist, ich finde es total wichtig, dass wenn man sich so einen Tag für sich nimmt oder vielleicht auch eine Stunde am Tag oder auch weniger, dass man dann wirklich auf seine Intuition hört und schaut, was würde mir jetzt gerade wirklich gut tun. Ich habe nämlich das Gefühl, dass diese ganzen Self-Care-Routines und so alle sehr, sehr gleich und austauschbar sind. Also es ist immer Meditation, es ist immer Yoga und so weiter und so fort. Und das ist ja auch total legitim. Also wenn euch das auch gut tut und das ist, was euch so richtig, richtig runterkommen lässt und Energie auftanken lässt und euch richtig glücklich macht, dann ist es ja auch genau richtig so und schön so. Aber was ich damit sagen will, es ist auch okay, wenn das nicht euer Weg ist und wenn es etwas anderes gibt, was euch viel, viel mehr irgendwie den Kopf abschalten lässt und zu euch selber zurückkommen lässt. Bei mir ist es immer Musik. Ich habe zum Beispiel auch schon voll auf Meditation probiert und es gab auch Phasen, in denen das für mich geklappt hat. Aber in anderen Phasen tun mir einfach andere Sachen besser. Das gleiche gilt für Yoga. Zum Beispiel bei Yoga. Ich mache das zwar gerne, aber ich kann mich gar nicht entspannen dabei. Also wenn ich mich entspannen will und wirklich runterkommen will und loslassen will, dann muss ich andere Dinge tun. Zum Beispiel Musik hören und tanzen. Das ist dann meine Art der Meditation. Und ich weiß, dass es manchmal auch ein bisschen schwer ist, vielleicht auf die eigene Intuition zu hören und manchmal auch total schwer ist, herauszufinden, was will ich eigentlich jetzt gerade? Was tut mir eigentlich jetzt
gerade gut. Und ich bin da echt die Erste, die damit Probleme hat. Ich bin manchmal extrem schlecht darin, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, ich bin damit auch nicht allein und wahrscheinlich kennt fast jeder das Gefühl. Das ist ja auch kein Wunder, weil wir so sehr nach Strukturen und in Systemen leben. Und das ist natürlich auch irgendwie wichtig, dass wir unsere Zeitpläne haben und uns daran halten. Und manchmal erleichtert es einem ja auch vieles, wenn man nicht immer nachdenken muss, okay, was mache ich als Nächstes, was mache ich als Nächstes. Aber gerade wenn es um sowas geht, um Healthcare, sage ich mal, ist es schon schön, wenn man ein bisschen spontaner handeln kann und ein bisschen mehr zur eigenen Intuition zurückkehren kann. Und auch wenn es am Anfang vielleicht schwerfällt, ich bin fest davon überzeugt, dass man das lernen kann, je öfter man das irgendwie versucht, bewusst umzusetzen.